Hallo zusammen, mein Name ist Siegfried Eichhorn und in diesem Video nehme ich euch mit zu einem Helikoptereinsatz. Nee, Geschmarre, aber da landet gerade ein Heli. Hallo zusammen, mein Name ist Siegfried Eichhorn und in diesem Video nehme ich euch mit zum Schrecksee. Der Schrecksee ist ein wunderschöner Bergsee in den Allgäuer Alpen, wenn nicht einer der schönsten Bergseen Deutschlands. Und da lohnt sich schon mal auch auf dem Weg da hoch Fotos zu machen. So, und zu meinem Equipment, was ich so mitnehme, ist das Wichtigste für mich sind Wanderschuhe erstmal und Wandersocken, damit ich mir keine Blasen laufe. Dann in meinem Loewe Pro Rucksack passt hier meine A7C Sony Kamera, das 14mm G-Master, das 1635 G-Master habe ich auch mit drin. Ja, und dann habe ich noch die Insta 360 One X 2 Kamera dabei. Das ist diese 360 Grad Kamera. Die ist ganz toll, weil die Software lässt einfach diesen Selfie-Stick verschwinden und da ist man mittendrin im Geschehen. Ja, ein bisschen Müsli-Riegel und Bananen habe ich auch dabei und 1,5 Liter Wasser. Die sollten reichen für die Tour. Ich habe mir auch speziell diesen Tag ausgesucht. Wir haben jetzt Ende September. Heute ist es nicht zu warm, nicht zu kalt und am Himmel sind viele Wolken zu sehen, weil ein Sonnenuntergang, finde ich, kommt auch nur sehr, sehr cool rüber, wenn auch Wolken am Himmel zu sehen sind. Also klarer Himmel ist eigentlich für mich oft ein No-Go. Und Ziel meiner Bergtour ist, ein wirklich hochwertiges Bild oben vom Sonnenuntergang anzufertigen. Das bedeutet für mich auch, ich muss dann wieder diese 3 Stunden oder 3,5 Stunden bergab in der Dunkelheit absteigen. Diesmal bin ich ein bisschen besser vorbereitet. Ich habe heute sogar 2 Stirnlampen, die vollgeladen sind dabei und noch Ersatzbatterien. Ich hoffe, es geht gut. Die Wanderung ist vom Klettern her nicht anspruchsvoll, aber eher von der Ausdauer rot bis schwarz zu sehen. Also die ist auch schon ohne Fotorucksack wirklich anstrengend. Ich freue mich drauf, begleitet mich hoch. Bis gleich. In Hinterstein geht's los. Man wandert hier so eine Straße entlang und kommt an den ersten Punkt vorbei. Und zwar das Elektrizitätswerk. Schönes weißes Gebäude. Jetzt geht es eigentlich steil, wirklich steil bergauf in den Wald rein und wird mega anstrengend. Also die erste kurze, aber sehr anstrengende Etappe habe ich hinter mir. Es ging jetzt wirklich ein steiles Geröllfeld durch den Wald bis hier zu diesem kleinen Stausee. Ja, bald verlasse ich die Baumgrenze. Es dauert noch ein bisschen, aber hier schon werde ich mit einem wunderschönen Bergpanorama belohnt. Diesen Aufstieg für das erste Stückchen zumindest. Wunderschön. Ich habe jetzt die Befürchtung, ich muss wirklich da komplett hoch über die Kante und dann geht es nochmal weiter. Wow, ist das schön hier. Da runterwärts kann man nach Bad Hindelang gucken. Aber zurückblicken möchte ich nicht, es geht jetzt vorwärts. Also wenn man jetzt den Berg dahinter sich sieht, weiß man ungefähr, was einen erwartet. Jetzt geht es nochmal richtig ab. Ich habe jetzt auch keinen Wanderer gesehen, der um die Uhrzeit hier am Nachmittag hochläuft. Die kommen alle eher runterwärts, aber es ist total wenig los. Liegt daran, dass hier keine Gondeln sind. Puh. So, ich bin ganz schön erschöpft, aber weit kann es nicht mehr sein. Was wichtig zu wissen ist, wenn ihr euch Bergschuhe kauft,
dann achte darauf, dass die Sohle so richtig griffig ist. Hier war das jetzt der Fall, dass diese Felsen immer wieder mit einem kleinen Bach überspült waren. Da bin ich total froh, dass meine, ich glaube Meindl-Bergschuhe habe ich, dass die so eine geile Gummisohle haben, dass man dann nicht wegrutscht auf dem nassen, glatten Stein. Ist unheimlich wichtig. Ansonsten bin ich ganz gut vorangekommen. Ich bin jetzt, glaube ich, 2,5 Stunden unterwegs oder sowas. Der Schrecksee! War nur Spaß. Wird schon noch kommen. Er kommt schon noch. Und jetzt bin ich oben. Es hat sich jetzt auf dem Weg hier hoch für mich nicht gelohnt, die Kamera auszupacken. Ich habe kein richtiges Bam-Motiv gesehen und habe eigentlich nur hier den See vor Augen gehabt. Und diese kleine, verwunschene Insel da in der Mitte. Jetzt versuche ich nochmal da hoch zu klettern. Ja Leute, ich bin endlich oben angekommen. Nach über 3 Stunden Wanderung hier hoch. Die Muskelkrämpfe haben jetzt hier auf dem letzten Stück auch eingesetzt. Ich schaff's glaube ich nicht mehr hier in die letzten 100 Meter da hoch. Ich mache jetzt mal hier eine Pause. Aber es ist schon der Hammer, ne? Was man alles hier auf sich nimmt, wenn man ein bestimmtes Foto im Kopf hat und will das unbedingt machen. Jetzt bin ich da mit meinem Wunsch, dieses Foto zu machen von dem See im Sonnenuntergang. Jetzt sind die Wolken reingezogen. Ah, Wolken, keine Ahnung, ich sehe nichts mehr von der Sonne. Nebelsuppe da über dem Berg. Was machst du jetzt, ne? Ist jetzt die Frage. Also ihr seht die Bilder, die ihr vielleicht auf Instagram oder sonst irgendwo alle seht. Da kann auch ganz schön Zeit drauf gehen, wenn die gut gemacht sind. Man kann auch Glück haben, man kann auch mit dem Handy Bilder machen, aber wenn man es ernsthaft betreiben will, die Landschaftsfotografie, muss man Zeit und Ausdauer mit einplanen. Ja, so schaut's aus. Das ist das Los eines Landschaftsfotografen. Ich bin hier komplett alleine. Komplett. Stehe seit einer Stunde hier oben auf dem Hügel und warte, dass die Wolken sich verziehen, aber nada. Menschen habe ich hier keinen oben gesehen. Mir sind zwar ein paar entgegengekommen, haben mir auch etwas verstört angeguckt, wer jetzt am Nachmittag hier hochläuft, weil gute 3 Stunden muss es auch wieder runter, ne? Und das wird halt nachts jetzt dann gleich stattfinden oder in der Dunkelheit. Aber ich habe ja diesmal 2 Stirnlampen dabei. Aber es ist echt eisig kalt geworden, wirklich. Ich habe Handschuhe angezogen und eine Wintermütze, weil der Wind einfach hier wirklich den Berg hochpfeift. Und es ist unangenehm. Mit Milchstraße wird es auch nichts. Deswegen habe ich auch noch das 14 mm dabei. Ist einfach zu bewölkt. Ich warte jetzt noch eine halbe Stunde, bis die Sonne wirklich hinter der Bergkuppe verschwunden ist. Entweder ich habe Glück oder nicht. Da gibt es dann einfach den Schrecksee mit
diesen Wolken. Was soll man dazu sagen? Die Sonne ist da. Oh, ich freue mich so sehr. Wahnsinn. Bam, da ist mein Bild. What? Leute, ich freue mich so sehr. Ich habe jetzt hier eine Stunde gehockt und gefroren ohne Ende. Und jetzt zeigt sich die Sonne nochmal. Ich glaub's ja nicht. Oh, wie schön. Es ist windstill. Schaut euch das an. Ich bin gerade der glücklichste Mensch der Welt. Oh. Und gleich nochmal ein Bild. Ups. So mache ich das jetzt. 16er Blende. 5 Sekunden, ISO 50. Die ganze Mühe hat sie jetzt doch wieder ausbezahlt. Nur weil ich hier oben jetzt noch Geduld gehabt habe. Also, ich hoffe, euch gefällt das Bild, was ich heute gemacht habe. 3 Stunden bergauf, 3 Stunden bergab für ein Foto. Wahnsinn. Na gut, ich habe ja 5 Bilder gemacht oder so, aber oh, wahnsinnig schön war es jetzt. So, jetzt begebe ich mich nach unten. Hoffe, dass ich heil wieder am Auto ankomme. Vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem kurzen Video. Gebt mir gern Like für das Bild, für das Video. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Sigi vom Schrecksee aus den Alpen oder Allgäuer Hochalpen, glaube ich, gell? Ciao, ciao, bye. Boah, ich bin durchgefroren. Ich muss jetzt starten. Uha. So, der Abstieg im Dunkeln hat gut geklappt. Jetzt bin ich hier auf der Landstraße, muss noch so circa 1,5 Stunden laufen. Aber was jetzt hier ganz praktisch ist, ich sehe die Milchstraße schon mit freiem Auge. Und jetzt kann ich doch noch meinen 14mm Sony 1.8 ausprobieren. Jetzt baue ich schnell die Kamera auf und nehme die jetzt noch auf. Aber es ist so stockdunkel, es ist total schwer, das Bild hier zu beurteilen. Ich habe mir jetzt gerade mal den Bright Monitoring, die Funktion auf den Papierkorb hier gelegt. Im M-Menü fokussiere als nächstes manuell die Sterne an. Aber es ist echt super schwierig, weil so dunkel habe ich es ja schon lange nicht mehr gehabt. Das mache ich jetzt noch. So, jetzt könnt ihr ungefähr erkennen, was ich da sehe. Also die Milchstraße sieht man wirklich gut, schon mit freiem Auge hier. Und ich probiere es jetzt so in der Einstellung 20 Sekunden, 1,8er Blende und ISO 2500. Wahrscheinlich muss ich hier im Nachhinein dann den Vordergrund noch heller drehen. Jetzt mache ich die Stirnlampe mal aus und mache das Bild und zeige es euch gleich. Bam!